Nein! Er hat alles voll geschissen! Was passiert hier? Ich habe für euch die schlechtesten Horrorspiele aus dem Internet gezogen. Darum kommentiert auf jeden Fall von 1 bis 10, wie ihr jedes Spiel fandet. Wer von euch hatte schon auch immer Angst vor dem McDonald's-Clown? Ja, heute ist es soweit. Wir können Ronald McDonald 2 spielen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, also werde ich die Handlung nicht verstehen. Scheiß drauf, Donald! Der will eine 2-Dollar-Donation. Und wir gehen rein. Oh, ja, geschafft! Ist das hier eigentlich Ronald McDonald? Was will er von mir? Also wir fahren zu unserer McDonald's-Schicht. Hier haben wir Ronnie! Oh wow, ein Tutorial! Seitdem ich sehe, dass du ein Noob bist, Bro, chill. Und du nicht weißt, wie man spielen soll. Was greift er mich so an, Diggi? E drücken, um Türen zu öffnen. E drücken, um etwas zu nehmen. E drücken, um mich zu verstecken. Oh, noch Volume. Jetzt höre ich was. Oh, das ist gar nicht gut, dass ich jetzt was höre. Ronnie? Bist du böse? Ronnie? Ronnie, chill! Ronnie! Weißt du, dass ich da drin bin? Guck! Hallo? Ronnie? Be able to take my secret recipe. Wie komme ich hier wieder raus? Das hat er mir nicht erklärt, wie ich hier rauskomme. Lass mich einfach raus. Bro, mit F kann ich furzen. Also wir müssen von Ronnie, unserem Ronnie-Freund hier, das Geheimrezept klauen. Aber wir gehen rein und furzen. Ja, was machst du? Geh weg. Geh weg! Ah! Ich glaube, der hat mein Furz gerochen. Bro, was geht da? Er raucht einfach die Zigarre. Bro, Ronnie ist lit. Was macht ihr da? Fortnite? See you in another life. Was geht dir vor? Was passiert da hier alles? Ich check gar nichts mehr. Hä? Sind wir jetzt zu Burgerfleisch geworden? Oh, Tatsache. Oh, wir sind das Geheimrezept. Bad Ending. Oh, wir versuchen es nochmal. Will dein geiles Rezept klauen, Ronny. Ich muss ihn, glaube ich, erstmal rauslocken. Oh, da ist er ja. Geh weg von mir. Oh, chill. Ich will sein Geheimrezept wissen. Auch wenn wir es jetzt schon rausgefunden haben. Komm mal, ich mach die Tür wieder zu. Was ist das? Okay, da sind also 3 Rezepte, die ich machen muss. Hier ist übrigens Grimace. Oh, hier ist der Grimace Shake. This menu needs Grimace Shake. Welche Flasche ist das? Die hier? Ist das die? Ja, sind die Pommes hier. Nein. Okay, was mache ich jetzt? Doch, jetzt die 3 Rezepte. Was willst du jetzt noch von mir? Ah, hier ist der Schlüssel. Hä? Hier liegt der Scheiße. Du Dreckschau. Och nein, ich wollte nicht furzen. Jetzt weißt du, wo ich bin. Oh nein! Senior Ronny! Geh weg, Senior Ronny! Boy. Hallo, willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Oh, Sie wollen Salat. Oh, ich gehe ins Scheißhaus. Hallo, wer ist hier am... Was macht hier die Portalgun? Was geht ab? Signore, ich glaube, das sollte nicht so sein. Bro, what the fuck? Secret Ending! Yeah! Ronny, du musst jetzt endlich damit aufhören. Hä? Was geht jetzt? Was ist das? Ich habe irgend so einen Funkmast angedingst. Das ist ein Alien! Ronny, geh weg! What the fuck? Grimace, nein! Die nehmen einfach die ganzen Magus weg! Secret Ending. Aliens existieren. Okay, das Spiel hat 4 Enden. Das heißt, ich muss nur noch einmal durch diese Tür. Sleigh Bells, meine Damen und Herren. Ein Weihnachtsdings angehauchtes Dings. Auf jeden Fall sollen wir da nach Hause finden und ein Santa Claus mit einer Axt verfolgt uns. Die Axt in einem blutigen Geschenk. Ist das nicht schön? Familienfreundlich, meine Augen. Sally. Es ist Heiligabend. Wir ziehen uns trotzdem aus für ein bisschen Geld. Und Billys Weihnachtsgeschenk haben wir. Und wir müssen schnell nach Hause. Ja, dann labern doch nicht so viel. Oh, wir haben sogar eine Ausdauerleiste. Jetzt geht's richtig los. Ist das Santa? Na, wer seid ihr? Bist du Billy? Billy. Hallo, bist du Billy? Oh, hallo. Billy eigentlich? Wir Bunny hoppen jetzt ein bisschen. Maxi. The fuck? Hallo, haben Sie Santa gesehen? Die fahren einfach über mich drüber. Nein, warte, ich fahre über die drüber. Habt ihr das gerade gesehen? Das Game zuckt manchmal so nach oben. Aha, das ist also ein Pfeil, wo ich hin muss. Hallo, bist du Billy? Ah. Warum sieht sie aus wie Skylar von Breaking Bad? My name is Skylar White, yo. Ich bin jetzt fast da, wo Billy sein soll. Billy! Was war das? Okay, ich lasse das Geschenk hier, Billy. Jetzt will ich nach Hause. Ich kann boxen. Ihr wisst, was ich jetzt tun muss. Hey, Skylar. Was ist das denn? Hallo, stopp. Polizei. Ja, Loki, was macht eigentlich die Polizei hier? Hallo, Polizei. Auf dieser Strecke hier komme ich nicht nach Hause wegen der Polizei. Oh, hier geht's zur U-Bahn-Station.
Oh, fuck. Ist doch hinter der Säule, oder? Er ist doch hinter der Säule, oder? Merry Christmas. Hier ist jemand tot. Oh nein, hier ist jemand tot. Muss ich wieder raus? Nein. Ich hab's nicht gesehen, was war da? Hallo? Musik? Was? Geh weg! Oh nein, hier ist ein Scheißhaus. Okay, geh weg! Nein, ich... Was? Sehe ich jetzt vielleicht, was da vorne war? Ach, der ist da rangelaufen. Hey, geht's wieder raus? Ich brauche ein Brecheisen. Benutzt deinen Fuß? Oh mein Gott. Noch einer. Ja. So hat es... Oh, fuck! Oh mein Gott! Er kommt! Wohin? Das ist hier ein Labyrinth. Wieso ist der jetzt hier runtergekommen? Ich will doch nur nach Hause. Ich habe jetzt die Brechstange. Mal auf. Oh, es geht wirklich raus. Komm, wir gehen jetzt mal zu der Polizei. Wir zeigen den an, Alter. Pass auf. Deutsches Rechtssystem. Hier ist der gelbe Punkt. Ich kann heim. Kannst vielleicht kaputt machen mit etwas. Hallo? Nimm doch die Brechstange aus deiner Hand. Oh. Geh weg. Nein, lass mich. Ach, hier ist jemand tot. Ich hab 'ne Axt. Ich bin Santa. Damit jetzt das hier zusammenkloppen. Nice. Und hier ist mein Zuhause. Das ist ein Zettel. Ich habe meine Miete nicht bezahlt. Ey, wo ist der Psychopath? What the hell? Jetzt habe ich eine Pistole. Du willst mir erzählen, der hat 2 Cops umgenietet mit einer Axt. Und die hatten eine Pistole. Das sind ja die unfähigsten Cops überhaupt. Ey, Santa, wo bist du, Mann? Ergib dich. Das Gebäude ist umzingelt. Oh, was? Kill Santa. Okay. Oh nein. Ich habe ihn gekillt. Arschloch. Ich habe Santa umgebracht. Merry Christmas. Und als wäre es jetzt nicht nur schlimm genug gewesen, Santa umzubringen. Jetzt gehen wir in den Poop-Killer rein. Und der kostet $1. Ein fucking Dollar. Ich kaufe mir jetzt ein Spiel, was Scheiße im Namen hat. Oha, Digga, das geht voll fit. Alter, das ist ein heftiges Intro-Lied. Digga, was tue ich hier? Wir haben hier eine gefährlich aussehende Kloschüssel und wir gehen direkt rein. New Game. Was mache ich jetzt hier? Horror-Movies? Das weg jetzt. Leg's weg! Okay, das sind meine Aufgaben. Die Horrorfilme in die Regale tun, den Boden sauber machen, den Müll von unten wegbringen und die Graffitis draußen wegmachen. Adventure-Movie, Action-Movie, Put-Movie. Ah, hier ist die Horror-Movie. Ich bin ein hart arbeitendes Tier. Ey, hier ist ein Aquarium. Hey, bin ich dumm? Ist doch kein Aquarium. Erste Aufgabe erledigt, würde ich sagen. Wer ist da? Wer ist das? Ist das ein Kunde? Hallo? Schauen Sie sich ruhig um, gell? Weißt du, was brauchen die? Ich bin hier Arbeiter. Das ist Walter White. Den euch an, Glatze und Bart. Haben Sie einen Film nach Ihrer Auswahl gefunden, Sir? Wie er sich auf mich so bewegt. Ja, hallo? Klaus, wie geht's? Ah ja, ist Lino. Gute Nacht, Junge. Ich will das hier ausleihen. Guten Abend, Sir. Das sind $3, bitte. Alright. Behalt das Wechselgeld. Cash. Cash Register. Oh mein Gott. Falls gerade ein Laden zuschaut, stellt mich gerne als Kassierer ein. Ich hab das hier voll drauf. Ach, jetzt kann ich's erst nehmen. Alter, wer hat denn hier hingeschissen? Oder kommt ein anderer Kunde? Guten Abend, Sir. Ist die Polizei? Tatsache. Der sieht aus wie so ein Maxim. Sir, Sie schieben mich gerade. Ich würde gerne hier dieses Tape ausleihen. Das sind $5, Sir. So. Ciao, ciao. Senior Polizei. Ich habe auf seinen Namen gar nicht geachtet. Aber wo ist jetzt der Müll? Wait, wo geht's denn hier hin? Ah, hier geht's runter. Aha, einmal hier Trash. Ich bring den Müll raus und das nachts. Der Hackfleisch hassende Zacker. So, ganzer Müll weg. Ah, guck mal, der nächste Kunde kommt. Guten Tag. Sie sehen aus wie ein Gustav. Alter, ist der hässlich. Wir hatten dir ins Gesicht gekrätscht, Spur. Ja, was furzt denn du? Ach so, ich muss unbedingt aufs Scheißhaus. Das ist Marco. Marco, ja, komm scheißen. Er kommt hierher und furzt an der Kasse rum und will jetzt einfach abseilen. Ja, chill, Digga. Hallo? Entschuldigung! Ja, bist du fertig? Ich hab sein Leben gerettet. Also ja, er hat aber die Toilette verstopft, Alter. Er hat dann meine Aufgaben fast fertig. Hier, das einmal cleanen. Ist hier noch irgendwo Graffitis? Ah ja, guck mal, hier. Hier, aha. Oh, das war's. Wir haben unsere täglichen Aufgaben so erledigt. Ah, und der nächste Kunde kommt jetzt. Ja, komm's her! Komm's reingefahren! Ey, das ist das weirdeste Horrorgame bis jetzt. Und dafür habe ich einen Eugen bezahlt. Ich möchte hier das Tape ausleihen. Und hier riecht's schlimm. Das sind $5 und sorry, ein Kunde hat das Bad voll geschissen. Ein Kunde, oder? Er glaubt mir nicht, dass es ein Kunde war. Ey, Digga, ja, hier, Geld. Gute Nacht. Ja, ciao, ciao. Können wir echt glauben, dass das ein Kunde war. Ehrlich jetzt. Ohne Mist. Glauben Sie mir. Es war ein Kunde. Ehrlich. Ehrlich. Ach,
der nächste Kunde kommt direkt. Warum steht nicht zur Kasse? Ich habe gerade keinen Bock zu laufen. Mein Gott, warum stinkt es hier so? Es tut mir wirklich sehr leid. Das war ein Kunde. Und er hat die Toilette verstopft. Sei vorsichtig. Der Geruch lockt vielleicht den Poopkiller an. Wait. Poopkiller habe ich noch nie gehört. Ich habe es gesehen in der Zeitung letzte Nacht. Er jagt Leute, die nicht runterspülen. Das heißt, Kinder, spült immer richtig runter, wenn ihr geschissen habt. Sonst kommt der Poopkiller. Disgusting! Oh, what the fuck? Du hast deine Toilette nicht runtergespült. Das war ich nicht. Das war ein Kunde. Was macht der? Was hat der da? Hä? So, der scheißt ein Stück Scheiße auf mich. Was ist das, Digga? Bro, was passiert hier? Bro, ich hab ne Wurst ins Gesicht gekriegt. Oh, Alter, der Streifen. Ey. Der furzt und ist abgehauen. Und jetzt kommt der nächste Kunde und er denkt, ich habe mir ins Gesicht geschissen oder so. Hallo? Nur um das klarzustellen, ich war das nicht. Oh, Michael Jackson! Ist das Scheiße in deinem Gesicht, geil! Ja, $5 bis zum M. Ja, sie hat mich einfach ausgelacht, weil ich Scheiße im Gesicht habe. Oh, hier liegt sogar die Wurst. Irgendein Geräusch war unter mir. Ich krieg das noch nervlich nicht zusammen. Och, Digga, bitte. Hallo? Was? Was denn? Was? Steht er doch oben? Nein! Er hat alles voll geschissen! Der hat sogar Scheiße hier oben verteilt! Wie erkläre ich das meinem Chef? Was ist das? Ist das jetzt auch ein Ende oder so? Ja, irgendwie geht es gerade nicht weiter. Nee, ich kündige. Ach, guck mal. Okay, ich kann jetzt wegrennen oder um mein Leben betteln. Ich bettel. Chill, yo, chill, Mann. Bitte bring mich die Schuhe. Was macht er? Nein, er furzt mich an. Was spiele ich hier? Und jetzt? Ja! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt mehr von sowas, dann drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button und die Glocke daneben, damit ihr nie wieder was verpasst. In meinem letzten Video in Minecraft hat JT versucht, sich umzubringen in einem Datapack, wo das Sterben nicht möglich ist. War sehr interessant, guckt es euch unbedingt an. Ansonsten, tschüss!